Ach Mensch, mit euch habe ich ja gar nicht gerechnet. Kommt doch rein. Mein Maul, heute das Gitter auf. Herzlich willkommen bei Unicorn. Tretet ein, wir haben uns mal gedacht, wir zeigen euch mal so ein bisschen unsere alte Wohnung quasi, damit ihr mal so einen Rundumblick habt. Das heißt, es wird eine kleine Roomtour geben durch unsere wunderschöne Wohnung in Dortmund. Da wir ja bald umziehen, werden wir euch natürlich auch das neue Objekt zeigen. Wir ziehen in ein Häuschen, das wir uns gekauft haben, und ja, starten wir erstmal mit unserer alten Wohnung. Ja, wo müssen wir noch anfangen? Ich würde sagen, Wohnzimmer? Ich hätte gesagt Schlafzimmer. Okay, fangen wir mit Schlafzimmer. Oder mit dem kleinen Bad? Das kleine Bad. Falls ihr bei uns zu Besuch seid, dürft ihr hier euer Geschäft verrichten. Klein, fein, das ist unsere einzige Toilette. Gästetoilette und einzige Toilette in einem quasi. Klein, fein, alles was man braucht. Ausreichend, ne? Ja. So, dann treten wir mal ins Schlafzimmer. Schlafzimmer/Ankleidezimmer würde ich es jetzt mal nennen, oder? Ja, wir wohnen in unserem Ankleidezimmer. Wir schlafen in unserem Ankleidezimmer. Ja. Genau. Also das hier ist ja nicht ganz mein Bereich. Und das hier. Und die Hosen. Ja, die Hosen auch noch mal. Genau. Und ab hier quasi fängt Wanzi an. Der Rest halt, ne? Ja, es platzt langsam aus allen Nähten mit Franzis Klamotten. Deswegen ziehen wir um. Bei mir wird es eigentlich immer so bleiben, schätze ich mal. Weil ich sortiere ja auch mal aus. Du legst andere schwer. Stopp, du sortierst nicht aus. Ich sortiere bei dir aus. Wenn die Shirts schon Löcher haben, ne? Ja gut, dann, also bei mir ist es so, von normalen Shirts, irgendwann werden die Sportshirts. Und dann werden sie Renovierungsshirts und dann werden sie entsorgt. Ja. So ist der Ablauf. Ja, hier unser kleines Bettchen. Shawnee liegt auch schon da und Schlafmütze. Die liegen irgendwie den ganzen Tag im Bett. Die machen nichts anderes. Ich verstehe gar nicht, warum. Die machen das, was du gerne machen würdest. Okay. Die leben deinen Traum. Ja, das habe ich noch aus meiner alten Wohnung mitgebracht. Ne? Wäsche haben wir ja auch noch unten. Genau, heute ist Waschtag. Also falls ihr irgendwo Wäsche oder einen Kleiderständer seht, dann... Immer am Wochenende. Okay. So, dann kommen wir zu unserer Wohlfühloase. Unser kleines, feines Bad. Mhm. Ja. Also es ist eine Mietwohnung. Ne? Wir haben hier zwar ziemlich viel Arbeit mit reingesteckt, aber... Du. Ja, wir. Du hast auch mitgeholfen. Ich liebe diese Badewanne. Da liege ich jeden Sonntag drin. Ein Traum. Jeden Sonntag um 9:30. Ja, ich versuche immer um 9:00. Die ist Badezeit. Ja, ich versuche immer um 9:00, aber meistens wird es 9:30. Und Franzi steht immer in dieser Dusche so circa eine Stunde. Ja, bis man mit einem fertig ist, dauert halt, ne? Die Dinge habe ich selber gebaut, weil wir keinen passenden Schrank gefunden haben. Das heißt, ich habe mich mal so ein bisschen ausgelassen mit Holz. Ja. Ja. Das ist gut geworden. Mit indirekter Beleuchtung, also so LED-Klebestreifen waren das, ne? Weil wenn man hier in der Badewanne liegt und dann hier so ein bisschen indirekte Beleuchtung, ist es direkt romantischer und entspannt auch direkt ein bisschen mehr. Also mich. Für dich ist es immer zu dunkel, weil wenn du dich rasierst und so, siehst du nichts, ne? An sich. Ja. 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 Ich weiß gar nicht, was dieses Ding da immer zu stehen hat. Das hier? Ja. Das ist Deko. Entsorgen wir das, wenn wir... Nein, das wird mal geputzt und dann kannst du da auch gerne eine Kerze anmachen. Sieht es nicht flauschig aus mit hier diesen verstaubten Dingern? Es sieht scheiße aus. Dann halt nicht. Du hast keine Ahnung, was gut ist. Ja, genau. Auch Deko. Da steht noch ein bisschen Sportzeug.
und unsere Wäschersack. Möchtest du was zu deinen Klamotten sagen? Ich mag sie. Wo gehst du mal einkaufen? Wo gehe ich immer einkaufen? H&M, Vero Moda, Zara. Seit neuestem auch immer mal wieder Zara. Ja. Und genau, das ist auch das, was uns hier nervt in dieser Wohnung. Ja. Wir haben nämlich direkt nebenan ein Krankenhaus und da vorne ist auch die Polizei. Das heißt, hier ist immer Action. Hier ist immer Action. Genau, also. Und dann nachts schlafen mit Fenster auf, weil man sonst erstickt, ist auch echt ungünstig. Also 5-6 Mal am Tag mindestens. Minimum, ne? Ja. Minimum. Und nachts dann auch noch 1-2 Mal, also ja. Es riecht schon nach Erbsen und Möhren, mein Mittagessen. Ach so, dein Mittagessen steht offen. Gehen wir in die Küche. Genau. Ist nicht unsere Traumküche, kann man auch direkt dazu sagen? Absolut nicht. Also das gehört dem Vermieter. Wir freuen uns auch extrem auf eine neue Küche im Haus. Also das ist wirklich nur so eine Notküche. Also weil wir sie übernehmen mussten. Vor allem diese Schränke hier, die sind zum Kotzen. Da musst du erstmal bis hinten reinkriechen, bis du dann an deinen Topf kommst, den du suchst. Also das ist echt. Vor allem, weil du vorher wirklich eine schöne Küche hattest. Wie alt war die? Nicht mal ein halbes Jahr und dann sind wir umgezogen. Niegelnagelneu. Und die konnte man nicht mitnehmen, tippitoppi. Weil die erstens zu klein war. Also hätte man noch unendlich anbauen müssen und zweitens mussten wir die übernehmen. Durften wir diese Küche quasi nicht rausreißen. Ja. Es gibt unter anderem Erbsen und Möhren. Was machst du noch dazu? Da liegt Bratwurst. Ah, Bratwurst. Bratwurst. Ja, momentan sind wir auf Diät. Das heißt, wir werden hier jetzt künftig und haben bis jetzt seit Januar unser Diätessen zubereitet. Hier liegt auch meins schon. Ich koche immer vor und friere es mir ein. Ich glaube, das muss noch eine Stunde auftauen. Ja, leider müssen wir hier auch Wäsche waschen. Das ist auch ein bisschen nervig. Sehr laut. Sehr laut. Weil wenn ihr dann schleudert. Weil wir nämlich direkt hier nebenan. Warte, ich führe mal hier so durch. Unser Wohnzimmer haben. Tada! Ja, hier haben wir auch so einen kleinen Tresen. Den also, wir nie zur genutzt Küche, haben. Den haben wir noch nie benutzt. Also da haben wir so viel Arbeit reingesteckt, aber. Mit Barhocker. Extra hier Barhocker gekauft und so, aber haben wir nie wirklich dran gesessen. Ist halt eine schöne Ablagefläche, ne? Wenn man kocht, kann man schön noch ein bisschen Fernsehen gucken dabei. Ja, aber so. Aber das war's auch, ne? Aber man könnte hier auch so niedlich frühstücken, ne? Haben wir nicht ein einziges Mal gemacht. Nicht ein einziges Mal gemacht. Weil wir frühstücken. Immer auf dem Sofa. Auf dem Sofa oder selten? Also ich frühstücke immer. Ja, stimmt, zusammen frühstücken wir selten. So niedlich, gemütlich und so. Selten. Weil ich bin Frühaufsteher, Chris ist Langschläfer und so lange halte ich es nicht aus. So. So. Den Bereich kennt ihr schon? Genau, unser Eingangsbereich. Diese Bilder habe ich aus meiner alten Wohnung mitgenommen. Diese Kunstgegenstände. Kunst, genau. Dann. Findest du die eigentlich schön oder nicht? Ja, ich finde die ganz okay. Ja, ne? Es gibt deutlich Schlimmeres. So, das ist das, was wir uns zusammen geleistet haben. Das, genau wie das Sideboard unterm Fernseher. Schweineteuer, aber mega geil. Und es musste auch ein Fach sein, das beleuchtet ist. Das hier, ach, das liebe ich. Ich hoffe, es wird auch mehr genutzt in der neuen Wohnung, weil das wird ja dann im Esszimmer stehen. Das wird im Esszimmer stehen. Das heißt, wir können hier irgendwas Schönes reindekorieren oder so, keine Ahnung. Aha. Ja, dann laufe ich mal zu Depot, würde ich sagen. Nein. Werbung! Ja, hier haben wir Krimskrams drin. Ich glaube, das muss ich euch nicht zeigen, was hier so drin ist. Also, ja, man sieht's, ne? Weihnachtsmützen, alles, was woanders keinen Stauplatz findet. Hinten, unten ist Dekokrams von mir, ne? Ja, das war's. Ja. Genau, hier haben wir unsere kleinen Figürchen. Wie alt war ich da? 4 Jahre jünger, glaube ich, ne? Du hast mir das zu meinem ersten Geburtstag geschenkt, nachdem wir zusammen waren. Den habe ich dir zum Geburtstag also und, den zu Weihnachten, glaube ich. Ja. Ne? Die zu Weihnachten. Die quasi. Zu Weihnachten. Ich find, 2014 müsste es dann gewesen sein, ich ne? Find, Franzi, ich falle. Franzi immer. Kippt immer um. Also vom Gesicht her. Bis auf die Nase, ne? Bis auf die Nase ist ganz gut getroffen. Bei dir ist es echt richtig gut getroffen, ne? Der Arsch ist auch gut getroffen. Ach, du bist so bescheuert. Ich kippe immer um, weil ich habe Absatzschuhe da an. Das war ein bisschen ungünstig. Da kannst du halt nicht gut drauf laufen. Und du bist echt
Mega getroffen. Es gibt noch ein Bild, da hast du den in der Hand und eins zu eins dasselbe an, glaube ich. Auch das Tattoo ist gut geworden. Ne? Aber also richtig, muss man, ja. Muss man mal echt sagen. 3D-Dings war das da noch, genau, ne? In Düsseldorf. In Düsseldorf haben wir das irgendwo machen lassen. Ich muss Franzi immer so ein bisschen festhalten, damit sie nicht umkippt. Ja. Ist halt so im Alter. Ist so im Alter. Kippt man mal schnell um. Ja, Franzi ist depotsüchtig, das heißt, sie geht immer... Ja, jetzt erstmal nicht. Jetzt habe ich erstmal Stopp, weil lohnt sich nicht. Richtig. Handschuhe haben wir auch noch liegen. Wir haben letztens den Keller ausgeräumt. Wer unsere Insta-Stories verfolgt, der hat es gesehen. Es war. Wir sind Messis offiziell. Ja, war nicht ganz so schlimm. 2 Ladungen im Auto vollpacken und war so mal fertig, ne? Ja, was so unnötiges Zeugs einfach. Also alles, was wir gerade, als wir oben die Dachterrasse gemacht haben, alles, was wir gebraucht haben oder was übrig war an Holz oder sonst irgendwas, ja, haben wir halt erstmal im Keller verstaut, ne? Ja. Weil wir sonst keine Möglichkeit haben, das erstmal zu verstauen, irgendwo wegzupacken, ne? Das war halt... Ja. Ja. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so einen Lagerplatz irgendwo in eurer Wohnung oder Haus habt. Wahrscheinlich typisch Keller, ne? Wo ihr erstmal alles sammelt und dann irgendwann mal wegbringt, nach 15 Jahren. So, machen wir den Bereich hier. Da sind übrigens die Barhocker. Und im Hintergrund sieht man auch unseren Sam. Ah, oh, Sam ist unersetzlich. Und also, das war, Lebensretter. Das war wirklich eine gute Anschaffung, muss ich sagen. Ne? Ja, absolut. Sam. Auch wenn er teuer war. Ich glaube, wie 600 haben wir bezahlt? 700 haben wir bezahlt. Also 700, genau. Aber das war quasi unser Weihnachtsgeschenk an uns selber. Und der spart uns echt viel Arbeit, auch wenn er nicht unbedingt in jede Ecke reinkommt, ne? Aber so die Grundordnung haben wir, also die Grundsauberkeit ist auf jeden Fall drin, musst du nur noch einmal im Monat durchwischen. Also Sam fegt montags, mittwochs und freitags immer ab 10 Uhr hier durch die Bude und saugt hier alles selbst sauber. Unter dem Bett. Ja, das ist der unter außen. Was der unter dem Bett alles vorgeholt hat? Von alten Socken bis... Ja, so diese ganzen Staubflusen. Der war, glaube ich, hat er dreimal den Beutel voll gehabt. Ja, oder so. Wow. Man kommt halt mit dem Staubsauger, also erstens sagen wir jetzt auch nicht großartig unterm Bett, aber man kommt ja mit einem normalen Staubsauger da auch nicht wirklich weit, ne? Okay. Und was der da alles rausgeholt hat, ich meine, wie lange wohnen wir hier? Oktober 2014 ja. Oder so? Ja. Naja, seitdem hat sich da einiges unten angesammelt, ne? Die Wohnung Bett. Haben wir übrigens von einer, also in Dortmund ist es extrem schwer, eine Wohnung zu kriegen. Wir haben uns irgendwie versucht, für 5, 6, 7, 8 Wohnungen zu bewerben und der hat uns immer jemand weggeschnappt. Und die Wohnung war von einer Kundin, deren Schwester, deren Freundin, die hat hier drin gewohnt. Und dann haben wir uns die angeguckt und direkt verliebt quasi. Ja. Und ja, genau. Die Wohnung war auch nicht ausgeschrieben, ne? Also der Vermieter hat die gar nicht irgendwie nochmal veröffentlicht, dass sich da Leute drauf bewerben können. Und ich weiß noch, es war im Sommer, als wir die angeguckt haben und wir mussten hier in die 5. Etage Treppen laufen. Waren fertig wie ein Brötchen. Das erste Mal hochlaufen, wir sind in der 5. Etage, 5. und 6. werdet ihr gleich sehen, oben haben wir auch noch einen. Also so ist, wie heißt das nochmal? Dachterrasse? Was? Dachboden. Achso, ja. Warte mal, halt mal kurz, nimm mal kurz, ich muss mal meine Erbsen und Möhren ausstellen. Achso, ja, sonst sind die... Sonst sind es gleich Briketts und Köttel. Diese Wohnung quasi vermittelt und war eigentlich ein Glückstreffer auf jeden Fall, weil so eine Wohnung findet man in Dortmund nicht, vor allem nicht für den Preis, den wir hier monatlich zahlen. Ja, unser Vermieter hat schon die Kündigung bekommen. Schweren Herzens ziehen wir hier natürlich aus, weil es wirklich unsere Traumwohnung ist. Wir haben ja auch sehr viel Arbeit reingesteckt. Ich weiß, in Mietwohnungen sollte man nicht so viel Arbeit reinstecken, weil irgendwann zieht man aus. Aber hier waren so ein paar Sachen, die... Die haben mich einfach gestört. Zum Beispiel diese Balken, die waren vorher weiß lackiert, was für mich ja... Also, das geht gar nicht. Also solche schönen Holzbalken weiß lackieren, ich weiß nicht, wer sowas macht. Ja, und dann haben wir die abgeschliffen, ne? Und dann eingeölt, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Abgeschliffen, lasiert und genau wie die Wände, die sind jetzt glatt, die waren vorher mit so einem Putz. Warte mal, ich zeig das nochmal. Das ist, wenn man, ich weiß gar nicht, ob man das sieht. So da oben, ne? Da oben ist das da noch. Da haben wir es nämlich nicht gemacht. Wenn man genau guckt, sieht man es ein bisschen, dass die so rau und so, wie sagt man dazu, du bist der Profi. Ja, so halt ein Streichputz, so ja. Ein ganz dicker Streichputz. Und jetzt ist sie halt ganz glatt, ne? Komplett glatt. Die habe ich dann glatt gespachtelt und
ja, gestrichen dann halt. Ne? Und die Nische hier hinten, wenn wir eh schon zum Badezimmer zeigen, da wo jetzt diese Holz, wie sagt man dazu, Klinker? Nee, wie sagt man? Klinker. Da ist eigentlich ursprünglich eine Nische drin. Genau, also die Nische geht quasi bis hier so. Und bis zum Fenster, genau. Und du hast dann so ein Holzgestell gebastelt, eben mit oben diesen Regalen drin. Und dann verkleidet mit diesen Holz. Weil mit so einer Nische kannst du eh nichts anfangen. Und, toter Raum, ne? Toter Raum. Und da haben wir lieber oben so ein schönes Regal, was auch dekorativ ist. Und alle Kabel sind dahinter versteckt und alles Mögliche. Und Schöne Beleuchtung. Also wir haben hier oben eine Lampe. Die haben wir nur an, wenn ich vielleicht mal was lesen will. Das kommt auch nur 100 Mal, einmal in 100 Jahren vor, so wollte ich sagen. Und diese kleinen Lampen, die reichen dann schon immer aus, ne, um das so ein bisschen auszuleuchten, ein bisschen Licht zu haben, dass man nicht im ganz Dunkeln sitzt. Um diese Steine hier hochzuschleppen, die Klinker, das war ein Akt. Zu der Zeit hatten wir auch noch gar keinen Aufzug. Momentan haben wir einen Aufzug, der ist jetzt seit 1,5 Jahren hier drin und vorher hatten wir keinen Aufzug. Das heißt, wir durften alles Hand hochschleppen. Das waren ungefähr 500 Kilo Steine, 30 Kilo pro Packung. Könnt ihr euch vorstellen, dass das... Im September haben wir, glaube ich, angefangen. Ne? Also es war auch gut warm zwischendurch. Ja, genau. Ich hatte dann noch mein Studio, also mein Nagelstudio. Und ich bin dann immer nach Feierabend hierher und... ja, eben. Da, und dann auch immer nur so bis 10. Am Anfang hast du länger gemacht und dann immer nur bis 10, weil natürlich die Nachbarn sich dann auch irgendwann beschwert haben, weil es einfach zu laut ist. Ne? Aber wir hatten halt einfach das Bedürfnis, schnell fertig zu werden und die wollten aber ihre Ruhe, was ja auch verständlich ist. Ne? Ja, genau. Hier ist unsere Couch, die auch schon einige Jahre auf dem Buch hat. Die haben wir auch aus der alten Wohnung mitgenommen. Ja, müssen wir mal gucken. Da wird auf jeden Fall nochmal irgendwann eine neue kommen. Ja, aber jetzt nicht in den ersten Jahren. Hier ist unser Udo. Der kleine Udo. Der kleine, dicke Udo. Der Riese. Ja, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie der zu uns gekommen ist, einfach mal auf der Internetseite reinschauen, also Blogbeitrag dazu. Das war eine spannende Aktion, ne? Ja, wirklich spannende Aktion. Ja, unsere Aussicht. Immer, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir blicken quasi genau auf die Terrasse von den Nachbarn. Das ist nicht unsere Terrasse. Ist manchmal ein bisschen nervig, weil da wohnen Studenten und die feiern ab und zu. Und die kiffen auch, das riecht man. Und die kiffen auch ordentlich, ja. Also im Sommer, also ab Frühjahr, wenn immer gutes Wetter ist, dann geht es immer rund. Ja. Da in der Tanne sind eigentlich immer Bob und Charlie und kommen über das Geländer von den Nachbarn. Also Bob und Charlie sind unsere Eichhörnchen. Ach so, ja, kommen über. Also, ich dachte, das hätten wir schon mal erwähnt. Ja, aber für die, die neu einschalten. So. Also die wohnen da oben in der Spitze eigentlich, da hatten sie mal ihr Nest drin, ne? Ja. Ja. So sieht's aus. Genau. Ist eigentlich ganz schön mit den großen Fenstern. Und ganz da hinten, ich glaube da so, ist das Krankenhaus. Also deswegen ist es so laut. Ach ja, genau, das Krankenhaus. Ja. Ja, genau. So. Achso, hier meine Switch. Das sieht immer so ein bisschen unordentlich aus, deshalb sag ich mir ganz schön. Vollkommen richtig. Meine schöne Uhr, die ich zum Geburtstag bekommen habe, wo alles angezeigt wird, vor allem wann der nächste Cheat-Day ist. Ja, die. Facebook ist irgendwie spinnend. Manchmal kriegt er das nicht hin. Nee. Aber bei Instagram haben wir jetzt. Müsste als nächstes kommen. 1027 oder irgendwie sowas, glaube ich, stand da, ne? Du. Da. 1026, nee, oder? Sehr. Ich habe meine Augen nicht drin. Ja. So. Ja, unser Sideboard, was ich auch sehr liebe. Wirklich schön. Wird auch gut ins neue Haus passen, ja. Wenn wir Holzboden haben. Und weiße Wände, ne? Einfach. Weiße Wände, genau. Ja. So. Dann haben wir hier Tingeltangel-Bob. Genau. Ist gewachsen wie doof. Der war so groß, ne? Ja. Und also das da war die oberste hier. Spitze, ja. Und jetzt hat er seinen Fühler ausgestreckt und will anscheinend oben auf dem Dach raus. Wie wir das machen im Haus, wissen wir auch noch nicht, ne? Also ja. Wer Tipps hat, wie wir den glücklich im Haus kriegen... Der wird erstmal alle Blätter schmeißen. Ja, denke ich auch immer. Und wir müssen den wahrscheinlich kürzen. Ja. So, das ist der Essbereich. Der war auch spannend, der Essbereich. Der Tisch hat lange auf sich warten lassen. Jetzt, wir haben erst einen anderen Tisch bestellt, als die Firma zur Gründung dann festgestellt hat, dass der nicht in unser durchs Treppenhaus passt. Nach
zweimaligen Versuchen, das anzuliefern. Krieg immer noch einen Hals, wenn ich das... Das war kurz vor Weihnachten und wir hatten natürlich alle Gäste eingeladen hier zum Essen irgendwann, an irgendwelchen Feiertagen, glaube ich. Ja. Und war natürlich scheiße, da hat man keinen Tisch. Haben also hier Buffet aufgebaut und dann hier am Tisch uns alle drumherum gesetzt und gegessen, ne? War supi. Und den haben wir dann im Internet bestellt, ne? Nee, den haben wir auch bei Zubrüngen bestellt. Nein, den haben wir im Internet bestellt. Sicher? 100%ig. Ja, den haben wir dann im Internet bestellt, der wurde dann auch geliefert und den haben wir dann zu zweit bis zur Mitte getragen des Treppenhauses. Und dann also kam der Nachbar und hatte, der hat gesehen, dass wir nicht mehr konnten und hat uns dann mitgeholfen, ne? Genau, weil der wiegt auch locker 100 Kilo allein die Tischplatte. War auch ein sehr guter Kauf und so teuer war das Ding gar nicht, ne? Hat schon ordentlich was gekostet, aber ich meine, so oft kauft man sich ja auch nicht so einen Tisch, ne? Der war auf jeden Fall deutlich günstiger als den wir uns zuerst ausgesucht hatten. Das auf jeden Fall. Aber der erste wäre auch geil gewesen. Aber wir sitzen hier leider zu selten dran, weil ich halt hier auch meinen Arbeitsbereich habe, wo ich immer die Videos schneide. Ganz wichtig. Und wir sitzen hier halt nicht so oft dran irgendwie. Also das wird sich im neuen Haus dann auch ändern auf jeden Fall. Weil wir haben von der Küche, kommen wir direkt ins Esszimmer. Genau, und da werden wir dann immer dinieren an diesem wunderschönen Tisch. Ja. Ja. Weiter geht's. Da hinten sieht man nochmal die Verkleidung. Hier war nämlich die nächste Nische. Ach so, ja, hier sieht man das neue Lego-Spielzeug. Genau, natürlich. Das habe ich mir gestern gegönnt, weil ich so... Funktioniert auch super. Ja, ist auch ganz leise. Ja, hier mein kleiner Mindstorm-Roboter. Ist noch nicht fertig programmiert, kommt noch. Danach wird er auf Nägel machen programmiert oder so. Wäre lustig, ne? Wäre ein bisschen lustig. Ja. Ja, hier war auch so eine Nische drin, die haben wir auch verkleidet. Genau, auch Regale reingemacht, ein bisschen Deko rein, Leuchten rein. Genau. Den Schrank hier fällt mir gerade auf, hast du auch neu gesehen? Ja, diesen Schrank, weil hier hinter war irgendwie so ein komischer... Offenes Holzding, ne? So. Ja, war so mit Ytongstein gebauter Schrank und der sah einfach grausam aus. Und vor allem war der offen, also man konnte nichts verstecken und man hat ja hier, wie man sieht, nirgendwo wirklich Stauraum, ne? Mein Staubsauger irgendwo wegzupacken oder irgendwas. Richtig. Das jetzt nicht mein perfekt ist das Ding auch nicht, das war mein erster Holzschrank, den ich je in meinem Leben gebaut habe, aber er funktioniert. Ja, da haben wir alles verstaut, ne? Richtig. Ja, da ist halt so Putzzeugs drin, ein bisschen eine Schublade mit Putzzeugs. Ja. Was man halt in so einer Wohnung braucht. Haben wir die Treppe eigentlich auch abgeschliffen? Die hatten wir auch. Oder haben wir die nur, die war auch weiß, ne? Es war alles weiß. Nee, die war nicht oder? Weiß. Die war auch Holz, aber wir haben sie so ein bisschen angeglichen an die Holz. Ach so, ja. Ja, genau. So, dann kommen wir hier zu unserer Bilderwand. Ein paar Sachen muss ich ausblenden, weil sind halt viele Familienmitglieder auch mit drauf. Das war auch eine Hochzeit, ne? Ja, das sieht man, das spiegelt sich. Jessys Hochzeit, genau. Ja. Ist eigentlich ein richtig geiles Bild, ne? Weil mit diesem grünen Gestrüpp da im Hintergrund. Genau. Spiegelt sich ein bisschen. Ja. Was war das hier? Das erste Fotoshooting, glaube ich, ne? Ja, das hier war das erste Familienfotoshooting. Wie wir da noch aussehen, ne? Ja. Wie jung. Jung und knackig. Ja, echt der Wahnsinn. Da waren wir in Berlin. Oh, ist auch vom ersten Fotoshooting. Da musste ich Chris auf den Arm nehmen, ne? Ja, du nimmst mich doch immer auf den Arm. Ich nehme dich immer auf den Arm. Da waren wir in Berlin zum Justin Timberlake. Jawohl, genau. Ja, spontan. Wir sind um 12 mittags sind wir losgefahren. Genau. Und abends dann nach dem Konzert wieder zurück. Ne? Und am nächsten Tag arbeiten. Richtig. War mal ein bisschen verrückt, ne? War mal richtig verrückt. Und dieser Stein ist aus Paderborn, aus irgendeinem Einkaufszentrum, haben wir den mitgehen lassen, ne? Woher weiß ich gar nicht mehr. Haben wir den nicht aus irgendeinem Urlaub mitgenommen? Nee, Paderborn. Holland wahrscheinlich. Nee, oder da so. Waren wir chinesisch essen mit deinen Eltern. Krass. Ja. Der Hintergrundgeschichte ist, dass wir, glaube ich, bei Frauentausch. Nee, nicht Frauentausch. Wie hieß das denn nochmal? Schwiegertochter gesucht. Haben irgendwelche Bekloppten auch irgendwelche Steine
gesammelt für die Hochzeit und wollten die beschriften, ne? Ja, genau. Und Haben wir gesagt, machen wir auch. Damals haben wir also immer geguckt und da haben wir gesagt, ja, machen wir auch. Und da habe ich schon mal den ersten für die Hochzeit gesammelt, die, wie ihr wisst, bald sein wird. Jetzt brauchen wir nur noch 60 weitere und, die, und dann beschriften wir die. Ach, hier ist auch das Bild mit der Figur. Ja, achso, guck mal, das hier, das war in Bansin. Bansin? Ist das in Nordholland gewesen? Nee. Ach nee, in... Das, da hatten wir Wellness-Kurztrip irgendwie gemacht. Ja. Genau, das hier ist das Bild. Mit der Figur. Mit der Figur. Ach, das spiegelt sich so sehr. So, da sieht man es. Da habe ich noch in der WG gewohnt. Richtig. Echt 1:1, richtig gut geworden. Ja. Ansonsten? Ansonsten Family, ne? Richtig. So, kommen wir mal hoch. Hier haben wir noch einen Boxsack liegen. Genau, der wird dann Palme. In unser kleines Fitnessstudio integriert. Da kann Franzi immer drauf unboxen, wenn sie sauber ist. Ja, hier oben sieht es ein bisschen chaotisch aus. Wir sind schon ein bisschen mit am Packen. Der Schreibtisch ist eigentlich nur aufgebaut, weil wir nicht wissen, wohin damit. Hier unter der Ecke ist er doof. Der stand früher hier drin, da war mein Zockerzimmer. Also man hört raus, ich hatte nie ein eigenes Zimmer, aber du schon immer. Du brauchst auch ein eigenes Zimmer. Weiß ich nicht, hätte bestimmt. Du hattest hier mal eine Nähecke. Das stimmt, ja. Stehen hier nämlich noch meine Maße. Ja. Du wolltest mir meine Hose nehmen. Stimmt, eine Jogginghose, eine lange. Du hast was rausgeworden. Ja. Obwohl, die Beine hast du, glaube ich, die Beine hast du zurechtgeschnitten. Ne? Ja, die einzelnen Dinger habe ich zurechtgeschnitten, aber nie zusammengenäht bekommen, weil ich die Schablonen falsch aufgelegt habe und man hatte immer nur linke Teile oder irgendwie so. Und ich meine, ich stehe öfter mal mit dem linken Bein auf, aber. Genau, hier haben wir noch eine kleine Ecke gehabt. Da geht es gleich raus zur Dachterrasse. Machen wir es jetzt oder gleich? Ich wollte erst hier mal den Blick nach unten zeigen. Ja, man kann halt hier so schön durchgucken. Nicht drauf gucken, das Bäumchen lässt seine Blätter fallen. Kann hier mal ein bisschen stalken. Und ist hier halt alles offen. Viele haben immer gefragt, ja, warum ist das denn hier so offen? Das finden wir gerade schön eigentlich. Das ist richtig, ne? Geil. Auch wenn es so ein bisschen verschwendeter Platz ist, aber ganz ehrlich, wir haben hier genug Platz und Räume und warum das nicht für sowas Schönes nutzen, dass man hier was Offenes hat? Und es war ja schon offener, also wir fanden das Offene gerade, also ja, gerade gut. Ist halt vor allem ist es, ne, die Hälfte nur des, also der Wohnung, das macht, ne, die Wohnung so. Halt auch interessant. Ja. Ich mag so extra, also halt extravagante Schnitte an der Wohnung, aber es ist halt nicht gängig, ja. Ist dein Büro, ja. So, jetzt kommen wir ins Nagelzimmer, was früher mein Zockerzimmer war. Und zwischendurch Lagerraum für allen möglichen Scheiß. Und jetzt, dann jetzt Studio gewesen ist. Studio gewesen ist und jetzt auch wieder Lagerraum ist. Ja. Der ein oder andere erkennt es. Genau, hier sind die Trassen, wo mein Licht dran hängt und so. Also dran hing. Und hier hing mein Mikro dran und hier stand der Tisch. Der Tisch ist schon abgebaut. Also hier hinter ist der Tisch. Nierenförmig. Gibt es leider nicht mehr bei Ikea. Ja, und hier haben wir schon so einiges zusammengepackt. Ne? Büro, Ordner. Ja, auch wenn wir erst in 2 Monaten, hier 3 Monaten umziehen. Aber wir haben jetzt eh keine Zeit mehr für Nagelvideos. Franz hat auch keine Nägel mehr. Jedes Wochenende ist quasi verplant für Handwerker und Sachen organisieren. Und Fliesen ausgucken, dies, das. Tralala. Schon mal klar werden, was wir brauchen. Ne? Gerade deswegen haben wir halt keine Zeit mehr, um Videos zu drehen. Und da wir das nur am Wochenende machen können, gibt es halt auch keine Videos mehr. Deshalb sind hier auch schon, ich glaube, 3 Kisten mit Nagelzeugs voll. Was wir da natürlich auch weiterführen werden in der neuen Wohnung, wollte ich schon sagen, im neuen Haus. Da nehmen wir euch natürlich auch mit, zeigen euch dann, wie wir das Nagelstudio aufbauen, wo wir es hinbauen. Wie wir das Haus umbauen. Genau, wie wir das Haus umbauen. Dann machen wir auch nochmal eine Roomtour durch das neue Haus im Anfangsstadium und dann auch im neuen Stadium, wenn wir fertig sind. Hoffentlich. Irgendwann mal. Und ja. Hier kann man dann noch mal rausgucken. Das ist so ein Teil der Terrasse, den man hier noch sieht. Genau. Aber ansonsten kannst du das Fenster halt einfach erstmal nur so aufmachen, nicht da drauf gehen. Hier steht noch ein Teil vom Sofa, ne?
Das passte jetzt unten nicht mehr hin wegen Udo. Kommt aber in die neue Wohnung. Genau. Das heißt, dieses Sofa kann man so verlängern mit so einem Zwischenteil. Ist eigentlich ganz cool. Ja. Dann geht's ab raus in die Kälte. Dann gehen wir mal kurz in die Kälte. Willst du die Tür zu machen? Jetzt müssen wir einmal hier über das Bäumchen klettern, weil das habe ich natürlich im Winter jetzt reingestellt. Ne? Deshalb steht es ja, genau. Das wird draußen. So, da das Bild, was Franzi und ich letztens aufgezeichnet haben, etwas, wie soll ich sagen, überlichtet war, zeige ich euch nochmal ganz schnell die Terrasse hier von uns. Ist natürlich noch alles im Winterstatus. Aber so langsam taut alles auf und sogar unser Kirschbäumchen fängt langsam an zu blühen. Mal gucken, wie der sich im neuen Haus dann wohlfühlt. Ja, das ist unsere Lounge, wo wir dann immer drauf flanieren. Flanieren ist das falsche Wort. Drauf rumlümmeln. Hat auch schon ein bisschen was hinter sich. Hier drin wachsen unsere Erdbeeren. Ich glaube, sie haben den Winter überstanden. Muss natürlich alles wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht werden. Genau. Hier haben wir noch Heidelbeeren oder Blaubeeren. Hier haben wir eine Weinrebe. Das war's eigentlich. Das Geile an der Terrasse ist natürlich, keiner kann uns auf den Kopf spucken. Aber wir können allen auf den Kopf spucken. Ja, und weiter geht's dann mit dem Video. Ja. Und das soll's auch. Wie viel Zeit haben wir jetzt eigentlich verplempert? Schon ein bisschen. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ja, wird ein langes Video. Wie gesagt, also ins neue Haus nehmen wir natürlich auch mit, wenn es denn fertig ist. Wir rechnen mit einer Umbauzeit von einem Monat erstmal für die groben Sachen und dann der feine Schliff kommt dann danach. Und genau nach diesem Monat mit den groben Sachen ziehen wir dann schon direkt ein. Also es wird ein strammes Zeitprogramm. Also gerne mal auf Instagram und Facebook vorbeischauen. Da werden immer aktuelle Stories hochgeladen, was so im Haus passiert und Durchbrüche und Fliesen legen und wie so halt so der Status dann ist. Und Ende April, genau. Ende April ziehen wir um. Genau. Mai müssen wir dann hier und da noch ein bisschen was machen und am 1. Januar ist schon die Hochzeit. Ja. Alles auf einmal, ne? Also es ist ein sehr spannendes Jahr für uns. Genau, Hochzeit müssen wir auch noch ein paar Sachen erledigen, ne? DJ, Torte, Anzug bei dir, die Detailsachen für die Location. Also steht hier alles, nur müssen wir jetzt sagen, was wir dann gerne im Detail da alles hätten. Ja. Ja, genau, so ist es. So ist es. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn wir dann durch das neue Haus schreiten und euch schon mal das Ganze zeigen, was da so passiert, was wir vorhaben. Und genau, also bis zum nächsten Mal. Euer Chris.